Willkommen zurück, ihr Panzerianer und Ninnen. Heute schauen wir uns Folgendes an, und zwar den Heat 100 oder HE 100 genannt oder einfach nur Nutzlos E 100. Nutzlose E 100, ne? Wir sind auf der Karte Ensk. Entstehungsgeschichte Ensk, manche kennen das schon, ne? Hier, Wladimir kommt ins Büro der Kartendesigner. Ne? Dimitri, machst du eine neue Karte? Kommt Dimitri zurück und sagt, hier hast du eine neue Scheißkarte. Ne? Und daraus hat man gemacht, Ensk. Also für Zehner völlig Blödsinn, weil du alles spottest hier. Aber gehen wir jetzt mal aufs Team ein. Da haben wir den Baphomet und den Steinmetzmeister. Ne? Die fahren im Platoon, beide den E-100. Baphomet hat noch auf schwere Panzer minus 12 durch gut gepanzert. Ihre Panzerung muss dreimal so viel Schaden abhalten, wie ihr Fahrzeug Strukturpunkte hat. Verursachen sie dabei 2000 Schadenspunkte. Nebenbedingung, Gewinn und Überleben. Ja, kriegen die beiden das hin? Auf jeden Fall. Na, was ist bei Heat gefährlich? Gerade gegen IS-7, wenn ich das sehe hier. IS-7 im Platoon. Dann nicht unten hinschießen. Na, die Ketten absorbieren das Heat, sondern im oberen Bereich. Oder halt vorne an der Pikennase. Auf die Schultern. Hä? Presse, Zehner, Arsch, ich bin Def, nächster Witz, du Lusch. Achso, der T69 beschwätzt, dann geh doch spotten, T69. Ne, auch als Low-Tier kannst du deinem Team Licht bringen, gerade wenn du da so einen Strichwagen auf der linken Seite hast. Oh, hier, IS-7. Jojo. So schön untere Wanne zielen, genau, nicht in die Kette, super. Bei wem erzähle ich das? Clan Penner. Was ist denn da im Chat los, ey? Da wird wohl Montagmorgens sein. Einmal in Hau. Oh, hier ist 7, steht immer noch seitlich obere Panzer. Nice. Schön vorne, genau. Hier ist 7. Wenn sie schon seitlich ist, vorne an die Spitze. Sehr schön gemacht. Aber deshalb fahre ich mit ihm auch gerne Platoon. Oh, seitlich und hinten. Nice. 723, schon 2192 Schaden. Drei Treffer ausgeteilt. Ja. Und Schaden rausgekloppt. Sehr schön. Ah, die Millisekunde jetzt, ne? Was mir auch gefällt hier. Großer Satz. Nice. Große Ersatzteilkiste. Große Erste-Hilfe-Kasten. Große Feuerlöscher. Fuck you, Team. Alle eine Seite sieht man, wie man verliert. Ja, T69. Dann fahr mit. Ja, wenn alle auf einer Seite sind, dann pusht man die halt durch. So. T30. Ah, da vorne getroffen in dem Fall, ne? Zeig mal. Jo, vorne der Motor bei den Deutschen immer. Super. Ah, diese Typ 4 Schwerdinger, also diese Artis auf Panzern, ne? Geht gar nicht. T10, obere. Nice. Sehr schön. Ah, mit Baphomet fahre ich sehr gerne Zug. Steinmetzmeister bin ich auch letztens gefahren. Das erste Mal, glaube ich. War auch super. Na, schön entspannt. Ein bisschen Musik, nicht viel Gesappel. Mit Auto-Aim. Ja. Sehr schöner Hit. Wo hat er da getroffen? Auch wieder vorne, ne? Genau da. Also hier kann ich es nochmal zeigen. Da so seitlich. Doch. Russen, Chinesen, alle anfällig wie Hulle. So, was sie jetzt gut machen im Platoon, ist natürlich zurückzufahren. Nicht durchzupreschen, bringt nichts. Erstmal die eigene Base safen. Und dann läuft es auch. 4942 Schaden ergibt eine WN8 von 5636. Natürlich sehr schön. Ja, Heat bleibt am Zaun hängen. Seht den Unterschied, er aimt nicht jedes Mal ein.
diesen Zielmodus. Den würde ich rammen und fertig. Na, er lässt sich nicht rammen, das gibt's noch nicht. Bleibst du wohl stehen jetzt? Oder? Auch mit Auto-Aim. Ruft da, jetzt capt er seine eigene Basis, oder? Ach nee. Das sah gerade so aus. Nice. Weil da standen zwei Panzer und der T-49 war schon draußen. Und dann hat's gedauert. Und tschüss. Sehr schön. 15-6. 6204 Schaden. 1320 geblockt, 496 ermöglicht. Ergibt eine WN8 von 9138 und eine Effizienz von 4773. Ja, schauen wir uns mal die ausgewertete Wertung an, wie immer. Ne, da haben wir nämlich Folgendes. Hier, Stufe 1. Ne, dann hier so zwei kleine Knaller. Dann hat er Großkaliber und den Krieger für 6 Kills. Das ganze Spiel hat er Folgendes gemacht. Ein Panzer geubootet, 496 Schaden ermöglicht, 1320 Schaden geboonst, zwei Module zerschissen, 6204 Schaden rausgeprügelt und 6 Panzer hat er zurück in die Garage geschickt. In der Schadensauswertung, wie immer, ganz knapp an erster Stelle, sonst wären es ja keine Burner Replays, ne? Steinmetzmeister 1658, hast du mit HE geschossen die ganze Zeit? Ja, sieht so aus. Also er hat nur einen Heat 100 und einen E100, also HE100, ne? Im Detailit-Report Folgendes, da war aber noch der Weihnachtsbonus, sehe ich das richtig? 12.01., genau, bis 15. ging das. Hat er bekommen 88.955, das heißt, ihr müsst nochmal die Hälfte dazu rechnen, die gab es ja von Wargaming dazu, weil es Weihnachten war. Er gibt eine Endsumme von 58.947. Das war das Coole an diesem Weihnachtsbonus. Man konnte echt mal schießen, worauf man Bock hatte und macht kein Minus. Ne? 1772 Erfahrung hat er bekommen, weil er in einem Plateauon gespielt hat. Nochmal 354. Dann der Weihnachtsbonus wieder dazu. Er gibt eine Endsumme von 2977 Erfahrung und 89 freie Erfahrung. Baphomet 79, Nils. Ich danke dir fürs Einsenden. Euch wie immer fürs Zuschauen. Und dafür bleibe ich auch wieder jetzt mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.